Hier ist echt ziemlich viel Lava. Wo hört denn das hier auf? Da ist noch mal Lava. Das fließt, glaube ich, auch von hinten irgendwie rein, ne? So. Und jetzt. Da ist auch noch mal was. Und da ist noch mal was. Boah, wie viel Lava da ist, ey. Hat doch schon fast alles weggenommen. Verstehe ich nicht. Muss da, glaube ich, gleich noch mal Wasser drüber kippen und dann mal gucken. Oh, scheiße. Den habe ich falsch gesetzt. Dann nehme ich hier noch mal einmal Lava raus. Da haben wir noch einen. So. Und dann hier einmal noch mal Wasser raus. Setzen wir das Lava-Dings, warte mal, hier rein. Und so. So geht das. So, dann nehmen wir die Diamantspitzhacke und hauen hier nochmal 4 Stück raus, um einen Verzaubertisch zu machen. So, eins, zwei, Schnarch. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich mal dieses Sonic Ether Unbelievable Shader oder wie das heißt, nehmen soll. Aber da ich vermute sehr stark, dass das nicht funktionieren wird, weil die FPS einfach ziemlich niedrig sein wird. Da habe ich schon die Befürchtung, dass das so sein wird. Weil, ehrlich gesagt, so ist ja schon. Gut, jetzt ist bei 62, das geht eigentlich. Hier machen wir mal Folgendes. Ich setze hier mal einfach mal Wasser drüber und guck mal, was passiert. Gar nichts. Ist ja cool. Okay. Das ist echt komisch. So, hier kann ich ja mal die Kohle mitnehmen erstmal. Nanu. So. Die auch nochmal. Sollte reichen erstmal. Eigentlich. Hier aus auch nochmal Kohle. Ja. Gott. So viel Kohle ist da gar nicht. So. Und dann hier. Gehe ich wieder hoch. Mach ich mal zu. Ich wieder hoch. Die Diamant. Die nehme ich auch mal mit, falls ich mich verbaue und so. Nehme ich mal die Diamantspitzhacke mit. So, da oben sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels oder einen herannahenden Zug. Wer weiß das schon? Wie war das? Der Optimist sieht das Licht am Ende des Tunnels. Der. Habe ich gerade die Leiter kaputt gemacht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Der Pessimist sieht, der Pessimist sieht. Nee, der Pessimist sieht nur den Tunnel und der Realist sieht einen rannahenden Zug. Ach ja. Draußen ist wieder dunkel, ist ja wunderbar. War hier gerade was? Nee. Hier ist fertig gebaut. Okay, gut. Sah gerade so aus, als wäre da irgendwo noch was, was noch nicht fertig war. Oh. Guten Nacht und guten Morgen. Ach, wie schön. So. Aus irgendeinem Grund will ich hier wieder weg. Ich weiß auch gar nicht warum. Die Diamantspitzhacke packe ich da mal mit rein. Die Obsidian-Dinger werde ich jetzt mal. Erstmal werde ich zwei Diamanten nochmal nehmen. Und ach, scheiße, ich brauche dafür ja auch noch ein Buch. Warte mal. 4 Obsidian werde ich brauchen und auf jeden Fall noch ein Buch, aber davon habe ich gerade keins. Dafür brauche ich auch noch Zuckerrohr, ne? Okay, dann tue ich jetzt mal hier mit den 12 Dings. Bums. Ah, jetzt habe ich. Da hier habe ich eine Spitzhacke. Gut, hier muss ich noch weiter ausbauen. Warte mal, ich muss nochmal zählen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groß und in diese Richtung sind es auch 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ja, passt genau. Gut, das heißt, ich muss hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, stimmt. Bis hier muss ich das also ausbauen. Na, die nun und hier nicht runterfallen, ist ja klar. Ach Gott, na, das ist, kann ja noch lustig werden hier. Und hier wollte ich nicht das Portal reinstellen. Na, hier muss ich ja noch nach oben ausbauen, weil sonst ist auch blöd.
Soll ja so, muss ich sowieso machen, weil das soll ja 4 hoch werden, nicht 2 hoch. Deswegen, da oben ist ja auch die Holzdecke. So. Okay. Irgendwie vermisse ich schon wieder meine Heimat hier. Also Dings. Das eine Haus, wo ich angefangen habe, oder nicht das. Nee, nicht das erste aus dieses Mini. Weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, dieses mini-komische Haus da. Das vermisse ich nun wirklich nicht, aber das andere Haus doch schon ein bisschen. So. Ein Feuerzeug bräuchte ich dann ja auch noch, habe ich ja gar nicht. Kann ich also gar nicht das Portal anzünden. Bisher noch nicht. Zumindest. So. Okay, hier muss noch gebaut werden. Ja. Pff. Mein J. So, irgendwie so. Mal gucken. Eigentlich müsste ich ja auch noch irgendwie einen Weg nach unten bauen, dass man unten irgendwie reinkommt. So vom Fuße des Berges irgendwie hier hinein in das Ganze. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Hier muss auf jeden Fall die Erde erstmal weg und noch mehr Erde. Da. So. Und dann sind wir hier hoffentlich gleich durch. Oh, ich habe sogar einen zu weit gebaut. Ach so, nee, da kommt ja sowieso Holz hin. Okay, dann passt das ja. Also hier Holz. Habe ich noch mehr Holz? Nee, habe ich gerade nicht. Okay, macht nichts. Fackeln habe ich noch. Setze ich mal hier noch. Da kann ich die gar nicht ransetzen. Hier kann ich eine hinsetzen. Setze ich da mal eine ran. So. Was hier kommt? Nee, das auch. Das kommt auch weg. So. Okay. Wie gesagt, Holzwände und so. Ne? Ich futter nochmal was. So, hier noch. Moment. So. Lalilu, der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Kinder schlafen. Schlaf auch du. So, warte mal. Ich würde schon fast sagen, ich baue das Portal hier in die Ecke rein, ne? Hier so. Warte mal, hier ist die Wand, ist noch ein dahinter, ne? Die Wand ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Das heißt, die Wand ist dahinter. Hier hinter ist die Wand, so. Ich gehe nochmal Holz holen. Komm, so geht das ja nicht. Ich habe ja oben in der Truhe noch Holz, das kann ich einfach verwenden. Hier müssen auch noch Fenster rein irgendwie. Glas habe ich auch noch nicht. So, Holz. Ach, in der Truhe, was gucke ich denn da rein? Ach, das ist ja. So, Le Holz. Kommt hier hin. Da auch noch. Hier muss noch überall alles mit Holz ausgekleidet werden, sonst sieht das irgendwie alles schäbig aus. Hier hinter brauche ich es nicht machen, da eigentlich auch nicht. Da oben muss ich noch. So, hier nicht, weil da kommt das Portal hin. Aber hier, komm, da mache ich mal so. Mache ich mal so. Moment, mache ich mal so. Ich mache das mal so, genau. Und hier dann das Portal hin. So, hier unten rein. Eins, zwei, Fackel weg. Und da, die will ich auch noch ausfüllen. So. Okay, und dann, hier muss auch nochmal der Boden richtig gemacht werden. Komm, wenigstens die Erde haue ich schon mal raus. So, und hier, ja, machen wir auch mal die Erde, ersetzen wir auch erstmal durch Holz. Jetzt fliegt die Erde da natürlich weg, aber was will man machen, ne? Hilft ja alles nicht. Hier kann ich eigentlich ein Fenster reinmachen. So. Mal sehen. Wo sich das denn anbietet. Hier auch nochmal Holz hin. Spitzhacke habe ich gerade nicht. Da ist sie. Packe ich mal dahin. So. Dann habe ich hier das Portal. Da fehlt natürlich noch Feuerzeug. Und ich hoffe, dass ich dann das Portal anzünde und nicht das Holz dahinter. Das wäre blöd.
Ich brauche einen Flintstone. Habe ich einen Flintstone? Ein Fred Feuerstein. Habe ich einen? Habe ich keinen? Was? Warte, 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 warte. Gravel habe ich hier. Kies. Ich sehe gerade keinen Feuerstein. Das heißt, ich mache mal Folgendes. So, mache ich mal so. Haben wir einen. Okay. Das reicht auch schon. Und ein Eisen brauchen wir. So. Ein Feuerzeug haben wir da. Und noch ein Stück hinunter. Gehen in den Keller. Und der anzünden das Portal. So. Funktioniert. Brennt nichts. Gut. Okay. Und das Feuerzeug packe ich mal wieder rein. Okay. Ups. Ach ja, und den Eimer kann ich eigentlich auch reinpacken. Und dann wollte ich noch. Hier habe ich noch Holz. Warte mal. Mache ich mal Folgendes. Nee, das nicht. So. Die hier, ist das durch drei teilbar? Ich weiß es nicht. Könnte sein, muss aber nicht. Doch, tatsächlich. Durch sechs teilbar muss es sogar sein, nicht nur durch drei. Aber da es durch zwei teilbar ist, ist es, wenn es durch drei teilbar ist, auch durch sechs teilbar. Ist ja logisch. Kennen wir ja aus der Schule. Ich glaube, das hatte ich damals in der 5. Klasse oder so. Jetzt werde ich hier mal gucken, wo hier die ganzen Kühe sind. Da sind ein paar Kühe. Dann werde ich mal hier unten zum Feld hingehen. Und neben das Feld mal so ein Kuhdings bauen. Ein Kuhstall sozusagen. Nicht unbedingt so, naja. Kann man eigentlich nicht Kuhstall nennen, aber irgendwas, wo halt Kühe reinkommen. Axt. Da. So, das Feld können wir eigentlich hier noch weiter bauen. Hier, ja, bis da. Das kann hier noch bis da gehen. So, du Kuh, du kommst da mal rein. Nee, das müssen wir mit Weizen machen. Warte mal. Folge mir hier hinein. So. Okay, da kannst du mal bleiben. Und dann muss ich hier nochmal kurz umbauen. Moment, ich mach das mal bis hier hinten hin. So. Mache ich mal hier zu. So. Dann kann hier die Kuh rein und ich brauche noch eine andere Kuh und ich muss noch irgendwie rauskommen. Moment. So, ich brauche noch ein Soundtor, habe ich da noch? Ach, ich habe ja wieder ganzen Stöcker verbraten. Ach, scheiße. Hier muss ich nochmal hoch. Ach so, jetzt kommen die ganzen Kühe. Nee, das will ich nicht. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mache ich hier auch eine Treppe runter, einfach nur außen. Mal nicht durch die Erde, sondern außen runter einfach. So, vielleicht auch so eine Art, ja, erhöhte Treppe. Mal sehen. Hier geht's hinaus. Hier geht's ins Bett rein. Ist schon. Nee, ist immer noch zu hell zum Pennen. Okay. Habe ich noch Holz? Nein. Das ist ja schade. Scheiße ist das. Gehe ich mal ganz kurz hier die beiden Bäume hier nochmal umhauen und dann gehe ich pennen und baue mir ein Zauntor und vermehre die Kühe ein wenig und werde ein bisschen Landwirtschaft morgen früh betreiben noch. So, neben der Kuhwirtschaft auch noch ein bisschen Felder anlegen und so. Hier gehe ich mal pennen. Jetzt, so, gute Nacht. Uah. So, okay, und ich brauche, Moment, ich brauche Soundtor halt, hier muss ich hin. So, dazu brauche ich erstmal Stöcker. Und so ging das doch, genau. Okay. Und die Feldhacke muss ich mitnehmen. Wo ist sie? Da, nehmen wir die mal, das sollte noch reichen eigentlich.
Die Spitzhacke werden wir erstmal nicht brauchen. So. Die Steinhacke hier. So, hier ist gerade nichts. Nee, okay. Hätte ich eigentlich mal Knochen nehmen sollen. Ich hatte noch irgendwo Knochen. Und daraus Knochenmehl machen und naja. Ihr wisst ja, worauf das hinausläuft. So.